Ja, und hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Blade and Soul. Ja, im letzten Teil waren wir hier im Phantomkrautfeld und haben mit der Spezialagentin Joygina hier in dem Dungeon, ich nenne es mal, aufgeräumt. Und haben da hinten das Kraut entzündet, das weiß ich auch noch. Und müssen jetzt auf jeden Fall General Han Siran in der Nähe des Eingangs zur Pagode der Dämmerung finden. Suchen, wie auch immer. Das heißt, wir müssen anscheinend hier lang. Können ja mal auf dem Weg dahin mal wieder ein bisschen schnitzeln hier. Geschnetzelt. Oh, da kommt gleich wieder hier so ein Hauptmann. So. Mal wieder ein wenig in die Übung kommen hier. So, dann müssen wir also hier anscheinend hier runter. Oder müssen wir da hoch? Nee, wir müssen da hoch. Fliegen wir mal eiligst da hoch. Ach, sieht aus wie Pagode. Oha. Muss ich jetzt hier durch? Wie weit gewesen? Die Gelben greifen einen ja nicht an, wa? Aber wenn die Sklaven angegriffen werden. Ach du Schande, was ist denn hier los? Hier kommen gleich zwei neue, was ist denn das hier? Schon genug? Oh! Armee des Stratusreichs. Sagt mir gerade gar nichts. Ich muss anscheinend hier aber auch eine Menge rumschnitzeln, damit ich hier funktionieren anscheinend. Meine Herrschaft, ist ja hier was los. Aber wie viel kommen denn hier noch, oder? Also ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht, was ich hier mache, oder ob das einfach nur Zeit verbleibe. Weil hier kommt ja so schnell, was eins nach dem anderen, ist ja eine Maronne. Also ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal weiter. Schon genug? Sollen wir mithelfen, General? Aha, also bin jetzt hingekommen, habe einen Teil erledigt. Jetzt wieder sucht Arogan in der Pagode der Dämmerung. Geblockt! Ich nehme mal ein Bömmchen. Bitteschön. Hehe. So, ich soll weiter nach oben gehen anscheinend. Alle sind hier unten am Kämpfen. Gigantisch. Ist ja ein richtiges Kriegsgebiet. Huch, hier fehlt ein bisschen was vor der Brücke. So, was haben wir hier? Sehr schön. Aber wir müssen ja hier zu Arogan. Pagode der Dämmerung. Sehr schön. Dass der immer nachts rumswitcht. Wunderschön. Was soll ich jetzt hier? Ah, muss anscheinend nach unten gehen. Gehen wir doch mal nach unten in den Keller. Da wird es immer heller. Quatsch, wird immer dunkler. Ah, Hauptmann, halt, bleib hier. Bleib doch mal hier. Du musst mit dir reden. Hallo? Hallo? Dieser Ort ist böse. Eigentlich soll ich den suchen. Jetzt soll ich wieder runtergehen oder soll ich wieder nach oben gehen? Wir können ja mal nach unten gehen, mal gucken, was da unten ist. Im Kellergewölbe. Oh. Lauter Unholde. Ah, und schon steht da, rettet Bayuma. Okay, anscheinend scheint Bayuma in der Mitte zu sein, schätze ich mal. Ich sollte einfach mal rin switchen. Das ist schön. Rettet Bayuma. Schamanin der Erzieher. Ja, ich bin ja hier, aber... Ah, was machst du denn auf jeden Fall hier? Bayuma, warum blieb sie nicht zurück?
Warum hört er sie nicht? Ich gehe zu Baimo. Ihr geht rein. Erledigt sie. Was? Nein. Nein! Baimo! Sie scheinen nicht mehr ganz unter uns zu weilen. Wenn ich das mal sagen darf. Oha. Nicht gut. Wir sollen jetzt gehen zu... Nochmal einen Keller runter. Sucht Ying Zhou Yun. Oh. Na gut. Machen wir hier mal den Springermann. Pagode der Wämmerung. Zweites Untergeschoss. Nieder und gebrauchbar. Oh, was sind hier denn? Nesselst du hier rum, mein Freund, oder was? Schlangenglocke gibt's hier. Was auch immer irgendwie mit Schlangenglocke machen wir soll. Nochmal Schlangenglocke? Nein, ein Bällchen haben wir bekommen. Das hat aber bestimmt keinen guten Ausgang, wenn wir hier schon ein Bällchen bekommen. Macht sie fertig. Okay, von der schönen gefliesten Zimmerdecke. Ihr seid also die Frau, die mich laut der Prophezeiung töten sollte? Wo ist Mushins Kompass? Mushins Kompass? Keine Ahnung. Und selbst wenn, würde ich nichts sagen. Warum seid ihr hier? Nicht aus Rache, oder? Entzündet. Aber das war's. Was ist das? Die Wunde der Schwarzrose? Jin Zhou Yun, wollt ihr etwa? Verschwunden. Wir brauchen noch keine neue Knospe. Ja, das ist doch mal, wir sind jetzt ein Knöspchen. Auch was Schönes. Oha. Weiter geht's. Oh. Ihr seid wach. Seht ihr mich? General Han sucht nach euch. Ich gehe mal lieber. Man sieht sich bestimmt. Okay.
Also die Spezialagentin hat uns anscheinend willkommen geheißen. Dorf Eischatten sind wir wieder zurück. Ach, hier beim General. Oder wo der General mal hier drin gewesen ist. Ja, geh zu General Han. Was war das jetzt? Halt, Moment, hier ist mal wieder der Hinweis. Und der Hinweis ist jetzt wieder weg. Auf jeden Fall viele kleine neue Quests hier. Aber ist egal, wir gehen erstmal zu General Han. Bevor wir hier noch... halt, Moment. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ah, da hinten ist er. Podan, der Vagabund. Oh, was macht er denn hier? Ich glaube, er hat den Tod seiner Freundin anscheinend nicht so ganz verkraftet. Gucken wir mal. Sprecht mit Podam, den... erstmal hierher gehen und dann mit dem Vagabunden sprechen. Na gut. Dieser Kerl heult schon seit Stunden. Was ist los? Er hat jemanden Nahestehenden verloren. Verbrennt etwas Weihrauch. Es könnte dem losgelösten Geist etwas Ruhe verschaffen. Dann kann es weitergehen. Wir verbrennen drei Weihrauch. Aber wenn ich mir hier rechts hier diesen Questlog angucke, was wir alle so nach und nach, tak, 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 wird das immer länger. Verbrennt Weihrauch. Okay, gehen wir rein und verbrennen Weihrauch. Ach, und da ist das auch das Bild von Namen leider vergessen. Von Beimer? Ich versuche gerade zu lesen hinter dem durchgestrichenen. Sucht Rogan, rettet. Bei Juna hieß es, glaube ich, genau. Bei Juna. So, jetzt wieder raus und mit dem Vagabunden sprechen. Was? Jetzt seid auch ihr traurig? Ich konnte Jin Song Jung nicht besiegen. Jin So wer? Mit dieser Einstellung werdet ihr niemanden besiegen oder mit eurem unsteten Qi, das ich spüre. Ich habe unstetes Qi? Solch übles Qi habe ich nicht mehr gesehen, seit ich in dieser Gasse in Sai Wei gelebt habe. In der Sandsteinzuflucht gibt es einen Heiler namens Doktor. Begebt euch in Richtung der sengenden Dünen. Geht in die große Wüste, biegt rechts ab und ihr seid da. Was los? Er ist talentiert, aber ein schwieriger Mann. Wer weiß, vielleicht kann er euch helfen. Wir kriegen eine Naryu-Münze. Wollt ihr mehr über Windwandeln wissen, dann lest den Brief. Naja, Windwandeln war ja auch so ein Thema gewesen in den Kommentaren. Ich sollte mal etwas mehr Windwandeln. Lies den Brief. Okay, wir lesen erstmal den Brief. Erhaltene Post. Vom Arzt verordnet. Geht zur Sandsteinflucht und so weiter an. Oder. Wo soll denn hier der Brief sein? Ich soll ja bloß da hingehen, gell? Ja. Warum steht hier ST24? Man weiß es nicht. Gut. Das heißt, wir haben ein schlechtes Qi. Wir müssen da zur Sandsteinflucht gehen. Sandsteinzuflucht gehen, Entschuldigung. Ich überlege, ob ich mir denn hier noch aber die Quests abhole. Clanaufseher Gunsung, was ist denn das für ein schönes Zeichen hier? So. Ah, verbrenne auch mal ein wenig Weihrauch. Ja, ist aber Dark Visage ist gewaltig schneller als ich. Haha. Gut, aber wie gesagt, wir holen uns erstmal hier die Quests ab. Da wird auch Wind gewandelt. Ich weiß nämlich nicht, ob wir denn hier wieder zurückkommen. Von daher holen wir uns dann erstmal die Quests ab hier in dem Dorf. Und dann sehen wir weiter. Obwohl, ich gucke gerade zur Zeit, das werden wir im nächsten Teil machen. Bin noch etwas verdattert von der Dame.
die gewandelt ist im Winde. Also Windwandel. Okay, bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Ja, wir hatten diesmal ein wenig mehr Videomaterial. Wir wissen, wir sind eine Knospe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.